Im zweiten Teil vom mündlichen Mathe-Abi werden ja gerne ganz konkrete Fragen gestellt, wo man dann auch sofort weiß, ob man die beantworten kann oder nicht. Und dann gibt es aber manchmal auch noch eher offene Fragen. Und die sind, finde ich persönlich, beunruhigender und irgendwie beängstigender als die konkreten, weil man da so viele verschiedene Sachen sagen könnte. Und ihr müsst euch beruhigen selber, wenn die eine offene Frage stellen, sind auch verschiedenste Antwortmöglichkeiten richtig und geben die vollen Punkte. Solltet ihr also sowas gefragt werden wie hier, so ganz allgemein und offen, was wissen Sie über N über K zum Beispiel, dann versucht euch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und zu denken, oh Gott, was wollen die hören, was wollen die hören, sondern bietet an, was ihr alles wisst, dass ihr also zeigt, ihr habt super viel Wissen. Ihr könntet zum Beispiel sagen, ich kann Ihnen etwas über die Definition von Binomialkoeffizienten erzählen, oder ich kann Ihnen erklären, welche Funktion er in der Bernoulli-Formel hat, oder ich könnte Ihnen auch eine Anwendungssituation nennen und dann erklären, was der Binomialkoeffizient eigentlich macht. Und dann werden die Prüfer schon auswählen, was sie gerne hören wollen. Ne? Fragt einfach, was von den Dingen soll ich Ihnen denn genau erzählen? Und dann listet ihr natürlich nur die auf, wo ihr auch was erzählen könntet. In meinem Fall würde ich jetzt gerne von euch hören, was ihr über den Binomialkoeffizienten im Sachzusammenhang sagen könnt und welche besonderen Werte ihr von dem auswendig könnt. Bitte sehr. Jawohl, ganz allgemein würde man sagen, ist der Binomialkoeffizient die Anzahl der Möglichkeiten. Die Anzahl der Möglichkeiten. K Elemente aus N Elementen auszuwählen. Und da habe ich ja immer so ein sehr schönes Beispiel mit Hundewelpen. Stellt euch vor, N wäre 3 und K zum Beispiel wäre 1. Wie viele Möglichkeiten habt ihr, einen aus 3 Hundewelpen auszusuchen? Was wäre also 3 über 1? Natürlich 3. Ne, dann könnt ihr nämlich auch hier so ein kleines Hundewelplein hinmalen, wenn ihr dann eine Tafel habt zum Beispiel oder einen Zettel unter einer Dokumentenkamera, macht 3 Hundewelpen. Die sehen bei mir gerade eher aus wie 3 Kängurus, aber ihr wisst, was ich meine. Man könnte entweder den ersten Welpen auswählen oder den zweiten Welpen auswählen oder den dritten Welpen auswählen. Also die Anzahl der Möglichkeiten, einen aus 3 Hundewelpen auszuwählen, wäre zum Beispiel 3. Genauso wäre die Anzahl der Möglichkeiten, 2 Welpen aus 3 auszuwählen, 3, weil man ja auch so sagen könnte, anstatt die 2 auszuwählen, die man will, ist man gemein und wählt den einen aus, den man nicht möchte. Also n über 1 ist immer das gleiche wie n über n minus 1. Und dann könnt ihr natürlich noch anbieten, über n über 0 und n über n zu sprechen, weil das nämlich immer 1 ist. Und an der Stelle werden die wahrscheinlich sagen, das brauchen sie gar nicht. Na, also fangt euch immer den Einstieg ins Thema an und sagt dann, soll ich das und das auch noch machen? Und die werden mit Sicherheit sagen, nein, danke, das reicht schon. Weil, wie gesagt, habe ich ja schon öfter betont, alleine dadurch, dass ihr das Thema anbietet, sind die sicher, dass ihr es könnt. Versucht es aber nicht zum Bluffen zu nehmen. Ne? Es kann ja immer sein, dass sie doch drauf eingehen. Also bietet nur Themen an, die ihr auch wirklich hinbekommen würdet. Nächste Frage hängt indirekt damit zusammen. Stellt euch vor, ihr habt eine Firma, die Glühbirnen produziert mit einer Ausschussquote von 2%. Dann entnehmt ihr als Qualitätssicherung eine Stichprobe von 250 Glühbirnen und guckt die jeweils an und kontrolliert sie. Dabei geht ihr davon aus, dass die Anzahl der defekten Glühbirnen in der Stichprobe binomial verteilt ist. Und in diesem Zusammenhang sagt mir doch gerne mal, wofür die einzelnen Bestandteile im Term 250 über 5 mal 0,02 hoch 5 mal 0,98 hoch 245 stehen und was damit im Sachzusammenhang berechnet werden kann. Bitte sehr. Ja, ich denke, das habt ihr schon ein paar Mal gemacht mittlerweile. Da geht es natürlich um das Stichwort Bernoulli-Formel. Und die Bernoulli-Formel
ist die Formel der Binomialverteilung für die Trefferwahrscheinlichkeiten, wenn es um genau k Treffer geht. Hier bei uns wäre es p von x gleich 5, wobei x genau diese Anzahl der defekten Glühbirnen in unserer Stichprobe von n gleich 250 Glühbirnen ist und p, die Trefferwahrscheinlichkeit für die defekten Glühbirnen, ist natürlich die 2%, darum 0,02. Das erklärt jetzt eigentlich auch wunderbar schon die einzelnen Bestandteile. Wenn wir genau 5 defekte Glühbirnen in der Stichprobe wollen, brauchen wir die Trefferwahrscheinlichkeit p 5 mal da rein multipliziert in den Term, die Nietenwahrscheinlichkeit, also die Gegenwahrscheinlichkeit von 2%, brauchen wir für so viele Nieten, wie wir sie wollen. Und bei 250 Glühbirnen, wo 5 defekt sein sollen, müssen halt 245 intakt sein. Und das ist auch die Wahrscheinlichkeit für intakt, ne? Die sogenannte Gegenwahrscheinlichkeit von 2% ist natürlich 98%. Wir haben also die Anzahl der intakten Glühbirnen, die wir sozusagen nicht möchten, als Exponent für die Nietenwahrscheinlichkeit, was wir nicht möchten. Wir haben die Anzahl der defekten Glühbirnen als Exponent für die Trefferwahrscheinlichkeit, weil wir die defekten wollen. Und dann, bisschen mysteriös, ist noch der Binomialkoeffizient damit drin. Und da könnt ihr einfach sagen, dass das die Anzahl der Pfade im Baumdiagramm wäre, die uns zu 5 Treffern und 245 Nicht-Treffern, zu 245 Nieten führen. Normalerweise reicht das auf jeden Fall. Aber ne, Stichwort Binomialkoeffizient sollte hier auch nochmal fallen. Ja, und dann haben wir alle einzelnen Bestandteile erklärt und auch gesagt, dass es die Wahrscheinlichkeit für genau 5 defekte Glühbirnen in unserer 250er Stichprobe ist. Letzte Frage zu dem Thema, auch ein Klassiker. Wie würden Sie denn jetzt die Anzahl der Glühbirnen berechnen bzw. bestimmen, die Sie von der Produktion mindestens entnehmen müssten, um mit einer Wahrscheinlichkeit von über 99% auch mindestens eine defekte Glühbirne zu finden? Und da solltet ihr den Ansatz hinschreiben, wie würden Sie es machen, ne? Nicht wirklich rechnen. Bitte sehr. Ja, da kommt es natürlich ein bisschen auf den Operator an. Berechnen und bestimmen sind ja zwei komplett verschiedene Welten. Fürs Berechnen muss man irgendwas von Hand machen. Und hier würde man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Anzahl defekter Glühbirnen mindestens 1 ist, also p von x größer gleich 1, dass die echt über 0,99 sein muss. Über 99%, ne? Nicht mindestens. Es ist also eine klassische 3-mal mindestens Aufgabe, aber wir haben keine 3 mindestens. Wir haben ein echt größer. Und deswegen sage ich persönlich lieber, dass das eine Aufgabe vom Typ N gesucht ist. Und der Ansatz fürs rechnerische Lösen, also fürs Berechnen, wäre, dass man das umwandelt in 1 minus p von x gleich 0 ist größer 0,99 und hier dann mit der Bernoulli-Formel weiterrechnet und das Ganze zu einer Ungleichung bringt, die man mit Logarithmus lösen kann. Wäre aber ein bisschen aufwendig, das hier zu machen, deswegen fragt ruhig, soll ich die ganze Ungleichung noch aufstellen? Und die werden mit Sicherheit sagen, nein danke, reicht schon. Fürs Bestimmen, wenn ich es mit dem Taschenrechner machen will, würde ich zum Beispiel eine Liste anlegen können und einfach einmal das n mir nehmen und dann immer 1 minus und dann je nach Taschenrechner BPD oder Binom PDF oder irgendwie sowas mit dem n der Trefferwahrscheinlichkeit 2% und dann 0 Treffern rechnen. Und dann könnte man zum Beispiel verschiedene Ns ausprobieren, wo auch immer man startet, vielleicht bei 40 oder so. Und dann rechnet man die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten aus und tastet sich langsam im Taschenrechner ran. Geht natürlich auch über einen N-Solve-Befehl, wenn man das hat, oder über eine Liste, wo man dann nur noch so durchklicken muss. Aber das reicht normalerweise auch schon, ne? Dass man wirklich nur den Ansatz für den GTR bzw. den Ansatz für die Ungleichung hinschreibt, die man dann mit dem Log hinterher lösen kann.
Falls euch das unklar ist, schaut euch auf jeden Fall so ein N-gesucht-Video nochmal an, wo es mit dem Taschenrechner gemacht wird, oder dahinter, wo es auch von Hand mit der Ungleichung gelöst wird. Und für die Sache mit dem Binomialkoeffizienten gibt es auch ein Video. Tippt einfach Binomialkoeffizient Magda in die YouTube-Suche ein, dann findet ihr das mit den Hundewelpen. Ganz viel Erfolg, macht weiter mit den FAQs, bei Fragen meldet euch und berichtet mal, wenn ihr die Prüfung hinter euch habt, wie es gelaufen ist und was gefragt wurde. Ciao und viel Erfolg!